Wie geht es Jürgen Drews, 77, im Moment? Der Schlagersänger zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Künstlern in der Branche. Seit mehreren Monaten wurde es aber verhältnismäßig ruhig um den Ein Bett im Kornfeld-Interpreten. Er hat nämlich eine Nervenerkrankung, die er vor wenigen Monaten publik machte. Seine Familie merkt ihm die Erkrankung an, wie seine Tochter Joelina Drews, 26, nun erzählte. Im Interview mit RTL erklärte die Sängerin, dass sie schon eine Veränderung bei ihrem Vater spüre. Ich kenne meinen Papa als superfitten Hau-drauf-Typen, der immer durchgezogen und manchmal drei Jobs am Tag hat. Jetzt sieht man natürlich schon, dass er alt wird, meinte sie, das sei aber der Lauf des Lebens, mit dem man klarkommen müsse. Dass ihr Vater durch seine Krankheit nun ein wenig zurückschraube, habe aber nicht nur Nachteile. Er ist deutlich mehr Familienmensch geworden. Er ist auch emotionaler, versteht viele Dinge besser, und ich kann mit ihm besser reden, freute Joelina sich.